So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Im letzten Part haben wir die Mine erkundigt, sind dort auf ein Tagebuch gestoßen, wo scheinbar ein anderes Edelmetall geschürft wurde, das einen Fluch über Fulcens gebracht hatte. Aber dazu sollten wir mal ins Schloss Herz uns begeben und nachsehen, was sich dort ereignet. Kurz mal Laytons Notizen schauen. Tagebuch unter Tage. Die Aufzeichnungen des Merkmanns schildern, wie bald nach dem Fund eines seltsamen Erzes vor etwa 50 Jahren eine unbekannte Krankheit am Fulcens ausbrach. Vielleicht ist die Truhe ja so zu ihrem furchtbaren Ruf gekommen. Leider gab das Tagebuch keine weiteren nützlichen Informationen preis. Das hat sich vor 50 Jahren nur in dieser Stadt ereignet. Das geht es herauszufinden und dazu müssen wir uns ins Schloss begeben. Das sollten die Dokumente sein, die wir gesucht haben. Dann können wir jetzt gehen. Huch, was ist denn jetzt los? Der Fahrstuhl funktioniert nicht. Das ist ja ärgerlich. Boah, aber sieh mal, dieses Gerät hier scheint ein Notaggregat zu sein. Wir müssen nur die Kabel verbinden, um den Aufzug zu rufen. Okidoki. Jetzt 82, Aufzugreparatur, 30 Pikaratwert. Die Kabel, die den Fahrstuhl mit dem Rufknopf verbinden, sind kaputt und müssen repariert werden. Das Gerät rechts oben muss mit jedem rechts unten verkabelt werden. Und zwar Pluspol an Pluspol, Minuspol an Minuspol. Dann zwei Linien, um die entsprechenden silbernen Kreuzschrauben miteinander zu verbinden. Verbinde die zwei Pluspole sowie zwei Minuspole, um den Fahrstuhl wieder zu aktivieren. Okay. Ja gut, das ist ja einfach nur ein Schilling-Rätsel hier. Also so ein... Wir müssen mal schauen, wo was hinführt. Rätsel. Das kriegen wir aber ganz gut hin, denke ich. Das kriegen wir ganz gut hin. Das ist schon mal das Plus hier. Geht hier. Und das Minus kriegen wir auch gleich hin. Da ist das hier. Und andere Minus ist dann das hier. Easy. Dann wollen wir mal sehen. Ach, da jetzt so leicht und dann wäre es falsch gewesen. Das wäre es auch gewesen, oder? Aber nein, alles gut. Es geht aufwärts. Gut, dass der Fahrstuhl wieder fährt. So, der Strom fließt wieder. Nun können wir die Mine verlassen. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Dann geht's wieder raus hier. Raus aus dieser Mine. Muss ja auch nicht sein, ne? Muss ja auch nicht sein. Das war... Oh, hallo. Holo, was machen Sie denn hier? Hola, mein Freund. Je suis very froh, euch zu sehen. Ich dachte schon, ich wäre der Einzige hier. Ich kenne Sie doch. Ich mache at the moment eine Reise durch El Mundo und Ägypten. Sagt mir wirklich Molte zu. Tell me, por favor, wann wurden diese Pyramiden gebaut? Entschuldigen Sie, mein Herr, aber Sie sind nicht in Ägypten. Wissen Sie noch, wie Sie hierher kamen? Da bin ich immer fragt, Senor. Um Minute bin ich in Afrika und wenn bin ich plötzlich hier. So ganz alone gelassen habe ich an diesem Spielzeug herumgespielt und jetzt ist es wohl kaputt. Oi wei. Können Sie mir eventuell beim Reparieren helfen, s'il vous plaît? Aber natürlich, das goldene Mobile, 30 Pikaratwert, 77 Rätsel. Hier siehst du ein Mobile mit verschiedenen Metallgewichten, das leider schief hängt. Die fünf Silberfäden hängen an gleichen Abständen zueinander. Drei Sorten Metallgewichte wiegen unterschiedlich viel. Ein schweres wiegt dreimal so viel wie ein leichtes, ein mittelschweres wiegt doppelt so viel wie ein leichtes. Hängen entweder Sonne, Mond oder Sterne dorthin, wo das Fragezeichen steht, um das Mobile wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Habe ich da jetzt wirklich Lust drauf, das irgendwie zu machen? Oder mache ich einfach hier Rate mal mit Rosenthal? Kein Rätsel ohne Lösung. War eine 33% Chance, okay? Eine Option weniger. Ich muss zuerst herausfinden, welche dort am meisten wiegt. Naja, haben wir auch eine 50% Chance. Nun ist was? Die Probe aufs Exempel. Siehst du? Ha! Wusste ich natürlich. Also war zu sehen. Also es war ja. Hat man direkt mit einem Auge gesehen. Also keine Ahnung. Gut gewogen. Ein kleiner Mond ist ideal, um das Mobile wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ein Stern wiegt so viel wie eine Sonne und ein Mond zusammen auf der Seite ohne Fragezeichen befindet sich zwar kein Stern, aber wenn du die Sorten wie oben gezeigt vergleichst, sollst du erkennen, welches Teil an die leere Stelle gehört. Habe ich genauso gemacht. Alles mathematisch korrekt identifiziert. Oh, wunderbar. Domo arigato, mon ami. Nun kann ich endlich beruhigt diese muffige Kopf verlassen. Ein weiterer Tagebuchschlüssel? Interessant. Warum hat er einen Tagebuchschlüssel? Aber okay.
Ich weiß nicht, wie viele Tage ich nun schon auf eine Antwort warte. Es ist schon so lange her, dass ich nicht einmal sagen kann, wann ich den Brief schrieb. Vielleicht liebt sie mich wirklich nicht. Vielleicht lebt sie jetzt glücklich verheiratet mit einem anderen Mann in einer anderen Stadt. So ein Pessimist, aber auch so ein Pessimist. Hast du noch was? Nee, ne? Bin ich nur gelandet. Ich sollte in einem Treno nach Ägypten sitzen. Ein Treno heißt Zug. Aber gut. Lass mich immer mit seiner Misere allein. Entschuldigung, Herr Professor. Huch, so eine Überraschung. Wir ziehen diese abgelegene Gegend. Nun, um es frei herauszusagen, bin ich schon seit einiger Zeit dabei, sie zu bespitzeln. Sie haben überaus kompetente Ermittlungen angestellt und bald werden sie ihre Antwort finden. Aus diesem Grund kann ich Ihnen die Wahrheit über Stadt nicht mehr länger vorenthalten. Wie meinen Sie das, mein Herr? Sie haben mein Fotogeschäft mit eigenen Augen gesehen. Die Bilder, die ich aufgenommen hatte. Auch die Fotos, die im Bahnhof ausgestellt sind, wurden von mir gemacht. Ja, diese Fotografien beschäftigen mich nun schon seit einer geraumen Weile. Und ich zu Recht, erinnern Sie sich noch an unser letztes Treffen in meinem Laden, Herr Professor? Sie bemerken ein seltsames Phänomen, das allen Fotografien von Vollsens gemein ist. Allerdings, und dies ist nur eines der vielen Mysterien, die diese Stadt scheinbar umhüllen. Ich habe fast den Eindruck, als wolle die ganze Stadt etwas vor uns geheim halten. Der Eindruck trügt Sie nicht, Herr Professor. Sie müssen wissen, dass ein Fluch auf Vollsens lastet. Ein Fluch? Es mag profan klingen, aber es gibt kein Wort, das die Geschichte der Stadt treffender beschreibt. Womöglich ist der Fluch eine Strafe für die gewaltigen Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Aber jeder Albtraum hat ein Ende und die Stunde unseres Erwachens scheint nun nicht mehr fern. Wie? Bitte besuchen Sie das Schloss und sprechen Sie mit Herzog Anthony. Anthony, ist das der ältere Sohn des früheren Herzogs? Ja, Herzog Anthony ist Oberhaupt von Schloss Herzen, seit sein Vater von uns gegangen ist. Ich war selbst Bediensteter der Herzens, aber vor 50 Jahren ließ ich alles zurück und floh. Ich glaube nicht, dass mir Anthony jemals vergeben wird. Er hasst nichts mehr als Verräter. Was hat sich vor 50 Jahren ereignet? Die Antwort auf all Ihre Fragen finden Sie auf Schloss Herzen. Ich bitte Sie, eilen Sie dorthin. Vielleicht wird Herzog Anthony hier einer Stimme der Vernunft wie der Ihrer Gehör schenken. Wenn Sie glauben, dass es hilft, so werden wir dem Schloss einen Besuch abstatten. Ja, bitte erkennen Sie mit eigenen Augen, was aus dieser Stadt geworden ist. Vielleicht gelangen wir so ans Ende dieser langen, dunklen Tunnels, durch den wir fahren. Luke, es ist kein Zufall, dass wir in dieser Stadt sind. Du weißt, wohin wir als nächstes müssen, oder? Alle, die wir getroffen haben, leben in Todesangst vor dem Vampir, der oben im Schloss haust. Und unser Gespräch mit dem Fotografen wirft nur noch weitere Fragen auf. Was ist vor 50 Jahren passiert? Was in aller Welt geht in diesem Schloss vor sich? Die Goldader, die man in der Nähe fand, macht die Herzens wie über Nacht unvorstellbar reich. Doch irgendetwas hat sich später abgespielt, etwas Wichtiges. Wenn wir herausfinden, was dies war, werden all unsere Fragen über die Schatulle beantwortet. Aber wie sollen wir es bis ins Schloss hineinschaffen? Ich glaube nicht, dass man Besucher dort sehr schätzt. Luke, ich denke, es ist durchaus möglich, ins Schloss zu kommen, wenn man es richtig einstellt. Ja, aber wie denn? Die Spuren der Kutsche, die wir auf dem Pfad zum Schloss sahen, sind noch ziemlich frisch. Wir scheinen fährt die Kutsche jeden Tag zum Schloss und zurück. Wir müssen also nur der Kutsche folgen, um uns Zutritt zum Schloss zu verschaffen. Oh natürlich, die Kutsche führt uns zum Schloss. Ganz richtig, mein Junge. Im Reih, Professor, nach ihm. Das Siegensymbol. Dieses Symbol ist ein Wappen der Familie Herzen, die einst die Stadt Vollsens regierte. Es besteht kein Zweifel, dass die Familie Herzen mit der Schatulle der Pandora verbunden ist. Und dann Rätsel, ja. Hey, diese Weggabelung ist mein Revier, was wollt ihr hier? Na, wo ihr schon mal da seid, versucht euch doch mal an meinem Rätsel. Okay, okay, Kollege. Ich mach das nicht. Nee. Mach ich nicht. Was ist das denn hier für ein Short? 7 vs. White Short. Nein, danke. Professor Leiden und die Schatulle der Pandora Rätsel 105.
Oh, Junge. Ich könnte aber sowas von knicken, dass ich das hier mache. Sehe ich gar nicht ein, ganz ehrlich. Lösung, auf die ich niemals kommen würde, wahrscheinlich. Warst du schnell gerade? Moment. Ganz kurz hier. So sieht es jetzt auch bei ihm aus. Ungefähr. Das überspringen wir wahrscheinlich einfach nur alle. Macht durchaus Sinn. Bloß keine Schwäche zeigen hier. So, nämlich so, ganz alleine gelöst, hat niemand geholfen. Kein YouTube-Video, habe ich alles alleine herausgefunden. War nur gerade ein bisschen ruhig, ich muss mir das mal genauer ansehen, ne? Aber es ist gezeichnet, dieses Rätsel wird schwieriger, wenn man versucht, das in so wenig Zügen wie möglich zu schaffen. Bei diesem Rätsel zählen mehrere Sprünge, die hintereinander mit der gleichen Kugel erfolgen, als ein einziger Zug. Wenn du Zeit hast, versuch das Rätsel doch erneut. Wie viele Züge brauchst du? Geht dich nämlich gar nichts an. Das habt ihr aber schnell gelöst. Der Wald ist ein sehr gefährlicher Ort. Wenn ihr ihn wirklich weiter erkunden wollt, seid vorsichtig. Ist nichts weiter? Nö. Okay. Ich gehe jetzt nochmal. Ich gehe noch nicht direkt zum Schloss. Hier direkt zum Start? Nee. Muss ja auch nochmal mit den Leuten hier ein bisschen. Man muss ja nochmal ein bisschen quatschen. Ne? Man muss ja nochmal schauen, ob die Leute hier was haben. Haben sie aber nicht. Muss ja auch alle mal mit Tee nochmal versorgen, eventuell. Vielleicht möchte ein oder andere ja noch ein Teechen haben. Man kann ja mal kurz durchgucken. Wer ein Teechen möchte, dem verwehre ich nämlich kein Gläschen, kein Tässchen Tee. Nämlich dir zum Beispiel nicht. Ist da wer? Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Geht es Ihnen gut? Ihnen schlottern ja die Beine. Aber Probleme mit meinem Kreislauf und kriege gleich Schüttelfrost. Wenn es so schlimm wäre wie jetzt, schwank ich herum, als stünde ich auf Eis. Das klingt ja furchtbar. In der Tat, können wir Ihnen einen Tee anbieten, um Sie eventuell etwas aufzuwärmen. Mach mir bitte einen Tee, der meinen Kreislauf in Schwung bringt. Ich erfriere ja. Übser, Malaise und süßsaure Kombination. Er lese einen Gaumenkenner. Der hier wärmt sie auf. Den nehmen wir. Der wärmt sie auf. Köstlich. Lila lächelt zufrieden. Ihre Wangen werden rosig und sie hört auf zu zittern. Vielen Dank, ihr beiden. Jetzt ist mir wieder schön warm. Schön, dass wir helfen konnten. Fühlst du dich jetzt besser? Nein, nicht wirklich. Oh, das tut mir leid. Dann war der Tee wohl doch nicht so effektiv, wie ich erwartet hatte. Oh doch, der schöne Frost ist verflogen. Willst du mir vom Zettel die Muskeln will? Aber, nee, da bewegt sich etwas hinter euch. Ich kann ja nichts erkennen. Oh, hoppla, dann war es wohl nur eine Spiegelung oder so. Das passiert einem Impuls, wenn es öfter scheint mir. Nun ja, wie dem auch sei. Vielen Dank für eure Hilfe. Das meine ich wirklich ernst. Alles klar, du hast dann auch kein Rätsel mehr, ne? Man muss ja mal die Leute fragen, ob die noch Rätselspaß für uns in Pedo haben. Sie will noch ein Teechen. Na, wollt ihr mir endlich den süßen, erfrischenden Tee kochen? Süß und erfrischend. Hier. Den will sie haben. Einfach herrlich, ein Lächeln macht sich auf Irinas Gesicht breit, sie ist erfrischt und zufrieden. Das ist wirklich herrlich, sie kennen sich wirklich gut aus mit ihrem Teekanne, mein Süßer. Bitte in letzter Zeit viele neue Gesichter in dieser Stadt, aber keines ist so hübsch wie ihres. Neulich kam ein älterer Herr mit Edelstein besetzten Schatulle in die Stadt. Er war zwar nicht so adrett wie ihr, aber er war trotzdem recht süß auf seine eigene Art. Wenn ihr mal genug habt von der ganzen Lauferei, kommt doch wieder vorbei, ja? Alles klärchen. Ja. Sie will immer noch die Kinder ins Bordell, ins Kabarett natürlich locken. Aber gut, lassen wir das mal. Zum Schloss Herzen.
Unsere Nachforschungen im Vollsens haben uns etliche Indizien geliefert, die uns der Lösung des Mysteriums näher bringen, aber einige wichtige Puzzlestücke fehlen uns noch immer. Es bleibt nur eine Wahl. Wir müssen uns zum Schlossherzen aufmachen. Hat übrigens auch mal gesehen, wie Oma Enigma scheinbar ein Rätsel hat. Wir müssen sie mal anquatschen. Nützt ja nichts. Aber vielleicht hat sie auch nichts. Hätte sein können. Hätte der Fahrerkette? Scheinbar doch nicht. Nur kurz drumherum schauen. Manchmal kann es ja sein, aber nö. Aber nein, doch nicht. Dann halt nicht. Gut, dann schauen wir hier nochmal. Ihr wollt noch Tierchen? Kriegen wir hin. Ich liebe Sauerbeersamen so sehr, dass ich sie ständig esse. Im Pfannkuchen, Torten, Getränken und sogar in Spaghetti. Aber inzwischen gehen mir die Ideen aus und das nervt mich ganz schön. Hast du schon mal versucht, dir einen Tee davor zu kochen? Oh, das ist eine gute Idee. Aber ich habe gehört, dass man nicht einschlafen kann, wenn man zu viel Tee trinkt. Ja, keine Sorge, ich füge noch eine Zutat hinzu, damit du trotzdem leicht einschlafen kannst. Danke, wenn ich mich deswegen nicht sorgen muss, werde ich ganz viel davon trinken. Fruchtig und eignet sich zum Wahrsagen? Nee. So, diese süße auch Kompensation, feiern bitte nur Freizeit. Leser kaum können? Nee. Grüner Duft und Fruchtgemälde. Das hier wollen wir. Das hier wollen wir ihm kochen. Das hier brauchen wir. Jetzt kann Niles die guten Sauerbeersamen auch als Tee genießen. Ui, der ist lecker. Ich war zwar vorher auch nicht gestresst, aber jetzt bin ich noch entspannter. Gut, ich hatte gehofft, dass er dir schmecken würde. Das war wirklich nett von euch. Zum Dank erzähle ich euch ein Geheimnis. Alle sagen, der Wald sei so gruselig und man sollte sich fernhalten. Aber ich kenne einen Trick. Wenn man sich sagt, dass nichts Gruseliges so passiert, dann passiert auch nichts. Die Leute sehen eben nur die Dinge, die sie erwarten. Seltsam, aber wahr. Und der Kollege hier? Wisst ihr, ihr Leuchten seid doch von auswärts, oder? So ist es. Wie haben sie das nur herausgefunden? Ist doch klar. Ich bin nämlich auch nicht von hier. Außerdem kenne ich einen Trick, wie man das ganz leicht herausfinden kann. Hinterpraktisch, können Sie mir den auch beibringen? Na gut, wenn du willst, aber nicht umsonst. Weißt du, ich bin in letzter Zeit etwas betrübt, aber wenn es dir gelingt, mich etwas auszumindern, dann zeige ich dir meinen Trick. Hm, wir könnten ihm vielleicht einen Tee kochen, damit es ihm besser geht. Oh ja, das klingt doch gut. Ich habe schon seit langer Zeit keinen Tee mehr getrunken. Gar nichts Exquisites. Ein einfacher klassischer Tee würde schon völlig reichen. Gibt halt den Klassiker. Kriegt doch halt den klassischen. Ausgezeichnet. Ein Lächeln macht sich auf Derbys Gesicht breit. Er ist zufrieden und aufgemuntert. War das gut? Die Klassiker sind wirklich die besten. Das gilt auch für Tee. Jetzt haben wir sie aufgemuntert. Jetzt müssen wir uns im Gegenzug gern Trick verraten. Wie unterscheidet man denn nun die Einwohner von den Besuchern? Kinderspiel. Man muss nur nah genug hingehen und tief einatmen. Die meisten Auswärtigen duften nämlich nach Hosen. Nach Hosen? Interessant. Weird, aber okay. Ist doch kein Rätsel. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Man kann ja mal nachfragen. Er hat auch keins. Aber will auch gerade keinen Tee. Aber will auch gerade keinen Tee. Dann halt nicht. Dann halt nicht, ne? So ist das nun mal. Du willst doch nichts, ne? Oh, du hast auch ein Rätsel. Hallo ihr zwei, habt ihr schon gefunden, was ihr gesucht habt? Wir kommen gut voran, danke der Nachfrage. Sagen Sie Sammy, wo Sie doch der Schaffner sind, sollten Sie nicht beim Zug sein? Beim Zug? Pah, der Zug ist mir auch völlig schnupper, außerdem habe ich heute meinen freien Tag. Naja, freier Tag von wegen. Erst soll ich diese dämliche Schatulle finden, dann werde ich dem des Mordes beschuldigt. Das ist echt uncool, Sammy Sander tut doch keiner Fliege was, so leider. Nach den ganzen Quatsches, Zeit für ein entspanntes Rätsel, hört mal gut zu. Okidoki. Sammy und der Arbeit, 40 Pikachu abwert. Nehmen wir mal an, ich habe heute frei. Wenn ich dann gestern nicht auch frei hatte, habe ich morgen wieder frei. Hätte ich aber gestern frei, muss ich morgen arbeiten. Gut, nehmen wir jetzt mal an, dass ich heute arbeiten muss. Wenn ich vorgestern nicht gearbeitet habe, muss ich morgen wieder arbeiten. Aber wenn ich vorgestern gearbeitet habe, habe ich morgen frei. Angenommen, es hat 365 Tage, aber wieder weder Wochenenden noch Feiertage. Wie viele Tage mehr arbeitet Sammy dann? Was? Wenn ich gestern nicht auch frei hatte, habe ich morgen wieder frei. Hatte ich aber gestern frei, muss ich morgen arbeiten. Was scheint mir so eine Hälfte-Hälfte-Konstellation zu sein, oder?
Irgendwie so. Ziemlich Arbeitsplan wiederholt sich alle 5 Tage. Hä? Okay, nehmen wir mal an, ich habe heute frei. Wenn gestern ich auch frei hatte, also frei, Arbeit. Ich nehme jetzt mal an, dass ich heute arbeiten muss. Wenn ich vorgestern nicht gearbeitet habe, muss ich morgen wieder arbeiten. Aber wenn ich vorgestern gearbeitet habe, dann habe ich morgen frei. Es erscheint immer frei Arbeit, also 2 Tage in der Woche zu arbeiten, oder? Bin ich bescheuert, oder? Weiß nicht, ob ich ganz bescheuert bin gerade, oder? Sammy arbeitet 3 Tage und hat dann 2 Tage frei. Danach geht der Plan wieder von vorne los. Achso, also 3 Tage arbeiten. 3, 3. Okay, 3 Tage arbeiten. Aber ich muss nur mal. Brauche nur mal den Taschenrechner zu bemühen. 365 durch 5. Ne, 365. Durch 5 mal 3. 219. Wenn mich nicht alles täuscht. Wenn ich jetzt dann richtig. Wollen wir mal sehen. Ja. Alles richtig gemacht. Quod erat demonstrandum. Perfekto. Sammys furchtbar verworrene Schilderung ist schwer zu verstehen, aber sein Arbeitsplan ist eigentlich recht simpel. Erst hat er 2 Tage frei, dann arbeitet er 3 Tage ineinander. Dann hat er wieder 2 frei und so weiter. Er arbeitet also an 3 von 5 Tagen. 3 Fünfte von 365 Tagen macht 219 Tage. Eine schlechte Arbeit, die er da hat. Ja, kann man gut leben von. Das ist mal eine gute Antwort, die könnte man glatt singen. Yeah! Wisst ihr, mein Onkelchen hat es echt gut. Ich meine, der Typ hat seinen eigenen Zug. Und trotzdem sind wir hier nirgendwo und suchen den Plunder von irgendeinem alten Knacker. Ich hätte ja nichts gegen etwas Knete, ist ja klar, aber der Boss kann manchmal echt gierig sein. Alles klärchen. Ist noch ein Rätsel, nö. Hätte ja sein können. Hätte Fahrradkelle, man weiß ja nie. Du ja so, ne, auch nicht. Auch kein neues Rätsel von dir. Hey, schauen wir mal kurz ins Hotel, vielleicht hat der Kranz mal ein Rätsel. Nö. Hätte Fahrradkette, sage ich immer. Dann halt nicht. Oh, wir wollen jetzt zwar Tee. Auch gut. Oh Mann, die ganze Rennerei macht mich ja völlig fertig. Ich bin total verkrampft. Das ist doch mein Anschlagsamen. Wie soll ich denn meine Klampe halten, wenn ich so verspannt bin? Ich wusste gar nicht, dass sie Gitarre spielen können. Wie auch immer. Ich habe mal gehört, dass es einen Tee gibt, der gegen alles hilft. Verkrampfte Arme, Cremefüße, Haarspliss und so weiter. Ein echter Wundertee. Von einem solchen Tee habe ich noch nie gehört. Ja, yeah, die Einzelheiten habe ich vergessen, aber das soll echt reinhauen. Ein Schluck und man strotzt für Energie, ist aber trotzdem total relaxed. Klingt cool, was? Natürlich ist das alles nur ein Gerücht, aber wenn es so einen Tee gibt, will ich ihn probieren. Jetzt haben sie mein Interesse geweckt, Sammy. Ich würde das Rezept gerne entschlüsseln. Wie jetzt im Ernst? Sie machen mir so einen Wundertee? Oh, das ist genial. Ich will was mit Pep, das gegen Verspannung hilft und bitte nicht so eine dünne Brühe, ja? Kann nur der Wundertrunk sein. Ich bin mir aber nicht sicher bei ihm. Ich gehe mal kurz gucken. Weil bei ihm bin ich mir nicht sicher, was er jetzt will. Ob er den Wundertrunk will oder was anderes. Leighton's Tee-Koffer. Man muss ja mal schauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er haben will. Und halt, wenn man dem das Falsche gibt, dann verschwindet das wieder, was die haben wollen. Von daher gucken wir mal ganz kurz. Sollte ja nicht das Thema sein hier. Räucherblüte wäre haben. Ah ja, ich hab's schon gemacht. Haben wir doch. Haben wir doch direkt parat. Ja, Sammy ist auch frisch und bereit für neue Meisterleistungen. Abgefahren, der Tee ist echt der Hit, hat erstmal ein Aroma. Mein Arm ist auch entspannt und für jedes Gitarren-Solo mehr als bereit. Rockfans der Zukunft werden euch als die Räder von Sammy Sanders Karriere in Erinnerung behalten. Sie wird jetzt nicht mehr. Toll. Ist aber auch immer. Ja, wir werden die Orte wahrscheinlich eh noch ein paar Mal abgehen. Bis die einen Tee wollen.
liebe Süßes, aber leider gibt es im Vollsens nicht so viel davon. Kann ich mir wohl helfen? Etwas Süßes für einen Naschkatz also? Besser, wieso machen wir nicht einen süßen Tee? Ausgezeichnete Idee, Leuk. Ich hätte eher an ein Schokotörtchen mit Zuckerguss gedacht, aber was soll's. Hauptsache der Tee ist extra süß, ja? Das wird der sein. Das muss eigentlich der sein. Lecker, wer hätte gedacht, dass Tee so gut sein kann? Joni ist erfrischt und zufrieden. Das war eigentlich gar nicht so übel. Um genau zu sein, war es sogar ziemlich lecker, danke. Ich war nicht so süß mehr, seit meine Mama mir keine Schokolade mehr erlaubt. Sagt, das wäre schlecht für die Zähne. Jetzt mal nochmal zurück, vielleicht für die Dame jetzt nochmal Tee? Nö. Dann halt nicht. Dann Asche lecker. Asche lecker, würde ich sagen. Muss ab und zu mal die Räume nochmal erkunden, damit man hier dieses Tee-Dingen hat. Aber hey, was soll's. Was soll's, ne? Können wir jetzt nichts dran ändern? Ja, man hier. Wir haben nämlich gelegentlich auch Tee, aber... Ja, wie gesagt, müssen wir immer mal ein bisschen immer ein Auge behalten. Aber gut, wenn jetzt keiner Tee will, dann gehen wir halt zum Schloss. Wir können mal noch zu Gregorio schauen. Da weiß ich auf jeden Fall, dass der gelegentlich Tee will. Und wir auch gerade. Wunderbar. Bin ich froh, dass ihr wieder da seid, um mir den Tee zu machen. Ich bin am Verdursten. Koch mir was Süßes mit Rauchnote, sonst verdorrt mir der Hals noch. Guck mal, ein Schlitz hin, wieder Spaß, Aromen, Süßes mit Rauch. Gerade hier, dieser Tee von mit rauchigen und süßen Geschmacksnoten. Das will er haben, das will er doch haben, nicht? Mit seiner großen Nase. Ja, Mann. Schachmatt, Gregorius erfrischt und bereit für den nächsten Schachzug. Erfrischend. Oh, aber natürlich, ich muss nur meinen Springer nach A5 bewegen. Sehen Sie, NTSNT wirkt Wunder. Zum Dank verrate ich euch etwas. Im Herzmuseum gibt es ein Buch über die Schachstrategien der früheren Aristokraten. Das Seltsame ist aber, dass seit 50 Jahren keine neuen Strategien mehr entwickelt wurden. Fast so, als wäre die Zeit stehen geblieben. Sehr merkwürdig. Nur mal kurz hier rein. Der Mann hier ab und zu mal Tee möchte. Aber sieht gerade eher weniger danach aus. Ich überlege gerade, ob wir uns schon in Richtung Schloss aufmachen oder noch nicht. Weil wir haben jetzt nicht mehr so lange für diesen Part. Jetzt einfach noch mal hier rumschauen und hoffen, dass die Leute Tee wollen, aber sieht eher schlecht aus, wa? Ich will eher mal wieder Tee. Ja, wunderbar. Ich warte immer noch auf eine Tasse Tee, etwas leicht Fruchtiges und leicht Rauchiges. Fruchtig und rauchig. Den wer? Den möchte haben, den Süßrauchtee. Kriegen wir hin. Traumhaft, sein Lächeln macht sich auf Knoblauchs Gesicht breit. Er ist erfrischt und zufrieden. Was für ein guter Tee. Und er wird noch besser, wenn man ihn aus einer so schönen Tasse trinkt. Und es ist wirklich bemerkenswert, dass hier ein Tee trotz all des Knoblauchgeruchs schmeckt. Aber ich liebe Knoblauch. Knoblauch ist ein Wundermittel und er hält ewig. Ihr seht mal, diese Knoblauchzehe habe ich schon seit 10 Jahren. Einmal daran geschnüffelt und jeder Vampir sucht das weiter. Der Knoblauch ist 10 Jahre alt, Igitt. Wenn man den mit sich herumträgt, suchen nicht nur Vampire das weiter. Merkwürdiger Kerl, aber lass mir ihm mal seinen Knoblauch. Lass mir ihn mit seinem Knoblauch alleine, würde ich sagen. Haben wir schon? Okay. Wie viele haben wir denn jetzt schon versorgt mit Tee? Nochmal kurz gucken. 10 brauchen wir noch. Immer noch. Okay, krass. Und immer noch 10 Leute, die wir mit Tee versorgen. Aber können wir nochmal nach? Kommen wir eventuell sogar nochmal nach? In den anderen Ort hier? Kann natürlich auch sein. Dass wir da nochmal hinkommen sogar. Ich möchte hier lang, danke. Das Tor ist fest versperrt. Um hineinzugelangen, müssen wir einfach auf die Kutsche warten. Huch, da kommt sie. Schnell, verstecken wir uns. Das Tor ist offen. Und keiner hat uns bemerkt. Jetzt oder nie, hinein, los. Und Sie sind sich auch ganz sicher, dass dieser unheimliche Wald der einzige Weg zum Schloss ist? Ich muss ganz ehrlich sagen, hier ist mir gar nicht geheuer. Ja. Luke, was ist denn? Ein Gespenst da. Es ist gerade eben dort hinten aufgetaucht. Aber Luke, es gibt doch keine Gespenster. Deine Sinne haben dir wohl einen Streich gespielt. Aber ich bin mir ganz sicher, ich habe es selbst gesehen. Atme tief durch, Luke. Wenn man Angst hat, kann sogar ein morscher Wipfel wie ein Geist aussehen.
Ja, schon. Geht es dir besser? Gut, dann auf. Wir dürfen die Spur der Kutsche nicht verlieren. Gut, aber zum Schluss gehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, dass euch dieser Part gefallen hat. Wenn es ist, gebt gerne ein Däumchen nach oben, schreibt einen Kommentar und um nichts zu verpassen, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin sage ich Tschüssikowski, euer Flass TV. Bye bye.